Hallo meine lieben Jungforscherinnen und Jungforscher und alle diejenigen, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich 6 Projekte aus Hamburg für euch. Alle weiteren Infos gibt's wie immer nach dem Intro. Der Landeswettbewerb fand statt in Hamburg-Finkenwerder und wurde ausgerichtet von der Airbus Operations GmbH. Und um keine Zeit zu verlieren, lasst uns sofort loslegen. Und ihr kennt das ganze Prozedere bereits, es geht los mit dem Fachbereich Biologie. Hier gewannen Felicia und Marie-Louise vom Walddörfer-Gymnasium den ersten Preis. Wir alle sind täglich von hochfrequenten elektromagnetischen Wechselfeldern umgeben. Was meine ich damit? Naja, zum Beispiel WLAN oder Handynetze. Wenn ihr durch die Stadt geht, dann ist es eigentlich unmöglich, dort nicht von genau diesen Wellen getroffen zu werden. Die Frage, die sich die beiden in ihrem Projekt stellten, ist, haben diese Wellen einen Einfluss? Aber nicht auf die Menschen, sondern sie haben sich die Frage gestellt, ob diese Wellen einen Einfluss auf Pflanzen haben. Dazu untersuchten die beiden Jungforscherinnen den Einfluss der elektromagnetischen Strahlung auf Kresse sowie Bohnen- und Erbsenkeimlinge. Hierbei analysierten sie das Wachstumsverhalten, das heißt die Keimung bzw. die Blattbildung der verschiedenen Pflanzen in ihrem Projekt. In meinen Augen ist dieses Projekt auf jeden Fall sehr interessant, da wir alle davon ausgehen, dass eigentlich die elektromagnetische Strahlung keinen großartigen Einfluss haben sollte, beziehungsweise manche vielleicht auch gar nicht daran denken, ob es da irgendwelche Zusammenhänge geben könnten. Und ich finde immer wieder sehr schön zu sehen, dass quasi Jungforscherinnen und Jungforscher sich trotzdem diese Frage stellen und eben nicht einfach annehmen, dass es so sein könnte, sondern untersuchen, ob es da wirklich Einflüsse geben und da auch mit wissenschaftlichen Methoden dran gehen. Deshalb finde ich dieses Projekt auch wieder sehr interessant. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Fachbereich, nämlich Geo- und Raumwissenschaften, denn auch hier gab es wieder einen ersten Preis. Der erste Preis im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften geht an Muska und Alina vom Gymnasium Heidelberg. Vulkanausbrüche sind eine Naturgewalt, der wir Menschen nicht gewachsen sind. Wenn ein Vulkan ausbricht, dann wird dabei Lava ausgestoßen, die alles im Umkreis zerstört und das Gas bzw. der Rauch, der aus dem Vulkan austritt, sind in der Regel hochgiftig und sorgen dafür, dass alles Leben in der Umgebung vernichtet wird. Das heißt, Vulkanausbrüche sind eine große Gefahr. Wir haben das ja auch alle in der Presse mitverfolgen können. Wenn ein Vulkan ausbricht, dann wird erstmal der komplette Flugverkehr lahmgelegt, da man nicht weiß, ob die Flugzeuge überhaupt durch diesen Rauch durchfliegen können oder dabei kaputt gehen. Und es gibt auch noch viele weitere Gefahren, die von diesen Vulkanausbrüchen ausgehen. In ihrem Projekt beschäftigten sich die beiden mit der Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Vulkanausbrüche schon vorherzusagen, und sie fanden eine Möglichkeit bzw. eine Korrelation, die es ermöglicht, Vulkanausbrüche vorherzusagen. Hierzu nahmen die beiden Bodenproben aus sogenannten Schlammvulkanfeldern, das sind Vulkanfelder, die zum Beispiel in der Nähe des Ätnas zu finden sind, und haben nachgewiesen, dass es eine Korrelation zwischen der Aktivität genau dieser Schlammvulkane und des Ätnas selber gibt. Das heißt, die Schlammvulkane können quasi schon vorhersagen, dass es eine Aktivität des Vulkans, der direkt in der Umgebung zu finden ist, geben wird, und bilden damit eine Art Indikator, die im Zweifelsfall damit mit Hilfe der Arbeit der Jungforscher Leben retten könnten in Zukunft. In meinen Augen auf jeden Fall ein sehr gutes Projekt und eines, was hoffentlich in der Zukunft angewendet werden kann, denn immer wenn Vulkane ausbrechen, besteht natürlich Lebensgefahr, und immer dann, wenn Leben gerettet werden können, ist das natürlich auf jeden Fall was sehr Gutes und auch auf jeden Fall was, was uns mal wieder zeigt, dass Forschung im Allgemeinen dafür sorgt, dass wir Menschen im Endeffekt Benefit daraus ziehen können, dass wir unsere Lebenssituation verbessern können. Deshalb in meinen Augen auf jeden Fall ein sehr gutes Projekt und dafür einen Daumen hoch. Damit kommen wir jetzt zum Bereich Mathematik-Informatik, und hier gab es direkt wieder 2 erste Preise, und der erste davon geht an Rami von der Universität Hamburg und Anton von der Universität Potsdam. Die beiden haben in ihrem Projekt nämlich einen kostengünstigen 3D-Scanner entwickelt. Was ist ein 3D-Scanner überhaupt? Naja, im Prinzip einfach ein Gerät, mit dem man Objekte, Gegenstände einscannen kann und dann anschließend dreidimensionale Daten von diesen Objekten abgreifen kann bzw. im Computer verarbeiten kann. Und genau das kann das Gerät, was die beiden entwickelt haben. Bisher sind diese Objekte oder Geräte sehr teuer, da sie oft mit Lasern funktionieren und hochkomplizierte Optik verwenden. Aber in Zukunft mit der wachsenden 3D-Technologie und auch natürlich mit der wachsenden Verwendung von sogenannter CAD-Software, das heißt dem 3D-Entwurf von allen Sachen, die wir im Prinzip herstellen am Computer,
wird diese Technologie natürlich immer und immer wichtiger und damit auch der Markt immer und immer größer und damit natürlich auch die Nachfrage nach günstigeren Geräten immer und immer größer. Und deshalb ist natürlich das Projekt, was die beiden gemacht haben, auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, denn sie haben einen 3D-Scanner entwickelt, der eben kostengünstig dazu in der Lage ist, Objekte dreidimensional einzuscannen und eben genau diese Computerdaten zu liefern, die in Zukunft immer und immer mehr benötigt werden. Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt und deshalb gehen wir jetzt auch direkt weiter zum nächsten Projekt, zum nächsten ersten Preis im Fachbereich Mathematik und Informatik. Dieser geht an Alexander und Fabian vom Matthias Claudius Gymnasium. In ihrem Projekt beschäftigten sich die beiden Jungforscher mit einem Thema, was jetzt vielleicht nicht ganz so anschaulich ist wie das, was wir davor gesehen haben, aber dafür mindestens genauso interessant. Allerdings eher im Bereich Grundlagenforschung, denn die beiden beschäftigten sich mit sogenannten polyabundanten Zahlen. Polyabundante Zahlen sind Zahlen, deren Teilersumme quasi größer ist als die Zahl selber. Nehmen wir als Beispiel einfach mal die 12. 12 ist durch 1, durch 2, durch 3, durch 4, durch 5 nicht, aber dafür durch 6 teilbar. Und wenn ich jetzt die 6 plus die 4 plus die 3 plus die 2 plus die 1 zusammenrechne, dann bekomme ich eine 12 heraus. Das heißt, die Summe der Teiler, die quasi 12 hat, ist höher oder größer als die Zahl selber. Deshalb ist es eine polyabundante Zahl. Und das Interessante an diesen Zahlen ist natürlich, dass es jetzt erstmal keine sofortige Vorhersage gibt, welche Zahlen überhaupt diese Eigenschaft haben. Es gibt ja zum Beispiel Primzahlen, das sind keine polyabundanten Zahlen, aber auch noch andere Sorten von Zahlen. Die Frage ist, wie sind diese Zahlen überhaupt verteilt? Welche Zahlen sind überhaupt polyabundant? Deshalb ist das auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, sich mal mit diesen Zahlen zu beschäftigen. Da vielleicht die Zusammenhänge jetzt nicht direkt auf den ersten Blick sichtbar sind. Was ich auf jeden Fall letzten Endes zu diesem Projekt sagen kann, ist, dass es sich auf jeden Fall um ein sehr kreatives Projekt handelt, denn man muss überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass es diese Zahlen überhaupt gibt, beziehungsweise wissen, was das überhaupt für Zahlen sind und sich dann damit anschließend auch noch auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall in meinen Augen ein sehr interessantes Thema. Deshalb auf jeden Fall von mir einen Daumen hoch. Und damit sind wir auch schon wieder bei der vorletzten Arbeit, die ich dir heute präsentieren möchte, angelangt, und zwar im Fachbereich Physik. Hier gewann Katharina vom Gymnasium Hochrath den ersten Preis. In ihrem Projekt beschäftigte sie sich mit der Untersuchung von Bakterien. Jetzt wirst du dir vermutlich denken, Bakterien ist jetzt erstmal kein physikalisches Thema, sondern eigentlich eher der Fachbereich Biologie. Aber in ihrer Arbeit beschäftigte sich die Jungforscherin damit, wie man die schnell und kostengünstig untersuchen kann, die Bakterien. Und dafür verwendet sie einen Laser. Wie funktioniert das Ganze? Im Prinzip schaut sich die Jungforscherin die Beugung eines Laserstrahls auf der Probe, auf der sich die Bakterien befinden, an. Das heißt, man hat hier so eine Petrischale, auf der die Bakterien drauf sind, und strahlt mit einem Laser da drauf und schaut sich dann das Beugungsmuster, das durch die Bakterien verursacht wird, an. An und für sich ist das in der Physik nichts Neues, sich Beugungsmuster von Laserstrahlung anzuschauen. Allerdings ist das Ganze was Besonderes, denn bis vor einiger Zeit hat man sich immer nur von regelmäßigen geometrischen Mustern die Beugungsmuster angeschaut. Das heißt, man hatte irgendwie so verschiedene bestimmte Muster auf seiner Probe drauf und hat dann mit dem Laser da drauf gestrahlt und konnte dann hinten sich das Beugungsmuster angucken und daraus auf das Muster zurückschließen. Das funktioniert allerdings bei Bakterien in diesem Sinne erstmal nicht, denn Bakterien haben zwar eine kurzreichweitige Ordnung, das heißt, die sehen schon irgendwie alle gleich aus, aber die Anordnung der Bakterien ist sehr unregelmäßig. Das heißt, es macht es erstmal sehr schwierig, und deshalb, ich hätte persönlich überhaupt nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert, dass man mit einem Laser und dem Beugungsmuster Bakterien nachvollziehen kann, beziehungsweise nachweisen kann. Deshalb in meinen Augen auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt und deshalb auch von mir an dieser Stelle wieder einen Daumen hoch. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Fachbereich, und dieses Mal handelt es sich tatsächlich um einen Fachbereich und nicht um die interdisziplinäre Arbeit, sondern um den ersten Preis im Fachbereich Technik. Dieser geht an Nick Lasse und Falk Vincent von der Stadtteilschule Blankenese. In ihrer Arbeit beschäftigten sich die drei Jungforscher mit dem Thema Drohnen. Na gut, wir hatten jetzt schon einige Arbeiten zum Thema Drohnen, deshalb könnten jetzt der eine oder andere von euch denken, das wäre uninteressant, aber dieses Mal geht es um einen neuen Aspekt, und zwar um den Aspekt der Sicherheit. Ihr wisst sicherlich, dass viele Unternehmen wie beispielsweise Amazon in Zukunft am liebsten gerne mit Drohnen liefern wollen, aber es gibt nach wie vor sehr viele sicherheitliche Bedenken, was das Ganze angeht. Zum Beispiel unter anderem auch die Frage, was passiert, wenn so eine Drohne mal abstürzt.
Also wenn jetzt irgendjemand da über einen Fußgängerweg drüber geht oder vielleicht die Drohne über einer Straße herfliegt und dann aus irgendeinem Grund die Drohne abstürzt, was passiert dann? Und genau mit dieser Frage haben sich die drei Jungforscher in ihrer Arbeit beschäftigt und als Lösungsansatz quasi einen Fallschirm gewählt. Das heißt, sie haben einen Sensor in die Drohne eingebaut, der quasi Unregelmäßigkeiten sofort wahrnimmt, einen Beschleunigungssensor, der quasi sofort wahrnimmt, wenn die Drohne droht runterzufallen und dann einen Fallschirm auslöst, um quasi zu verhindern, dass die Drohne auf dem Boden zerschellt, beziehungsweise auch zu verhindern, dass beispielsweise irgendjemand von der Drohne lebensgefährlich getroffen bzw. verletzt wird. Deshalb auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und vor allen Dingen auch ein sehr relevantes Thema für die Zukunft, denn es wird immer mehr und mehr jetzt über Drohnen gemacht werden, beziehungsweise es wird immer mehr und mehr Drohnen geben und damit ist natürlich auch die Frage immer und immer relevanter und solche Lösungsansätze natürlich demnach sehr gewünscht, deshalb auch für das letzte Projekt mal wieder von mir einen Daumen hoch, da es sich um ein sehr zukunftsrelevantes Projekt handelt. Und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Heute würde mich mal interessieren, ob ich dir irgendwie weiterhelfen kann. Das heißt, wenn du selber eine Jugendforscharbeit oder gerade an einem Projekt forschst und irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir die doch mal einfach unten in die Kommentare. Vielleicht kann ich dir dann ein Tutorial zu dem Thema, was dich interessiert, in Zukunft machen. Also lass es mich einfach mal unten in den Comments wissen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ach, jetzt hätte ich es doch fast wieder vergessen. Ich möchte allen Landessiegern natürlich an dieser Stelle herzlich zu ihrem ersten Preis gratulieren. Ist natürlich für euch jetzt schon wieder ein paar Tage her. Aber trotzdem nochmal einen herzlichen Glückwunsch von mir. Das war's jetzt aber wirklich mit dem Video für heute. Bis dann, ciao. Und damit sind wir auch schon wieder auf der Endcard angekommen. Heute dachte ich mache einfach mal zwei ganz andere Videos hier auf die Endcard. Oben befindet sich ein Video zum Thema, wie man ein Flow-Diagramm sehr schön macht. Das heißt, wie du deine Arbeit mit Hilfe von einem Flow-Diagramm aufwerten kannst, indem du beispielsweise einen Prozess mit Hilfe dieses Diagramms veranschaulichst und schildern kannst. Und im unteren Video geht es um die Wettbewerbsrunde 2016, das heißt verschiedene Zahlen, Fakten und andere Daten zum Thema Wettbewerbsrunde 2016 Jugend forscht. Und das war es damit auch schon wieder von mir.